an einen Tag in einer nicht allzu fernen Zukunft. Dieses Paket hat niemand bestellt, aber Amazon weiß, dass Julia es brauchen wird. Ja, Julia ist schwanger. Und Amazon wusste es. Vor ihr. Wird das in Zukunft möglich sein? Ein Konzern, der uns besser kennt als wir uns selbst? Der Wünsche erfüllt, bevor wir sie gedacht haben? Leben wir bald in dieser schönen neuen Amazon-Welt? Der Tag wird kommen, da werden die Amazon-Laster um die Häuser kreisen und wenn jemand eine Windel braucht, ist die in 3 Sekunden geliefert. Ich glaube, wir können es nur unterschätzen, wie gut das System uns kennt. Ein Konzern mit Lächeln im Logo versorgt uns mit allem, was wir begehren, von A bis Z. Liefern wir uns aus, wenn wir beliefert werden? Mich treibt die Angst, was passiert, wenn wir nicht dagegen vorgehen, wenn wir aufgeben und bequem werden. Daten sind dann gefährlich, wenn sie zentral von einer Macht kontrolliert werden. Und das ist heute Amazon. Die älteste Universität Englands. Und er forscht hier. Mein Name ist Viktor Meyer-Schönberger und ich bin Professor für Internet Governance und Regulierung an der Universität Oxford. Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon und was sie mit der Welt anstellen. Das ist sein Thema. Datenkapitalismus. Der Wandel vom Industriezeitalter in das Datenzeitalter ist ein ganz fundamentaler. Der ist größer als der Wandel von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft. Bei diesem radikalen Wandel, den wir gerade spüren in dieses Datenzeitalter, ist Amazon ganz vorne dran. Wenn wir Amazon verstehen wollen, dann müssen wir zum Marktplatz gehen. Amazon führt einen der großen Märkte der Welt. Suchen wir uns also einen schönen Marktplatz. Irgendeinen, irgendwo. Am Marktplatz treffen sich Käufer und Verkäufer. Am Marktplatz findet man unglaublich viele Waren und Güter und genau das vielleicht, was man braucht. So ein traditioneller Markt hat 20, 30 Stände. Wenn Julia hier Äpfel kauft, dann findet sie vielleicht ein Dutzend verschiedene Sorten. Ganz anders auf einem Online-Marktplatz. Ein Marktplatz wie Amazon ist gigantisch mit Millionen und Abermillionen unterschiedlichen Produkten. Als in der Frühzeit des Internets ganz viele Leute versucht haben, den Markt digital nachzubilden, haben sie einfach versucht, viele Produkte anzubieten. Und das hat nicht wirklich gut funktioniert. Nur bei Amazon war der Erfolg gegeben. Was ist das Geheimnis? Amazon kontrolliert fast die Hälfte des Onlinehandels in den USA, aber auch bei uns. Day One heißt das Hauptgebäude. Wer hier ein- und ausgeht, soll arbeiten wie am ersten Tag. So will es der Chef, Jeff Bezos. Was sind seine Pläne für die Zukunft? Gern hätten wir mit Amazon darüber gesprochen. Aber Amazon will nicht. Kein Interview, keine Dreherlaubnis, Antworten nur schriftlich. Na, dann lassen wir sie uns halt vorlesen. Von Amazons Sprachassistentin Alexa. Statt über die Zukunft zu spekulieren, orientieren wir uns lieber an den Dingen, die sich sicherlich nicht ändern werden. Für uns gehören dazu, dass unsere Kunden immer eine große Auswahl zu guten Preisen mit schneller Lieferung erhalten wollen. Wenn niemand von Amazon mit uns sprechen darf, wie sieht es mit ehemaligen Mitarbeitern aus? Wir kontaktieren einige, aber vor die Kamera will nur einer. Mein Name ist Andreas Weigand. Ich war früher der Chefwissenschaftler bei Amazon. Im Jahr 2002 hat er seine Stelle bei Amazon angetreten. Als ich bei Amazon angefangen hatte, waren wir weniger als 1000 Leute. Mein Büro war auf dem gleichen Flur wie von Jeff Bezos. Jedes Meeting, was ich mit ihm hatte, bin ich mit mehr Energie rausgegangen, als ich reingegangen bin. Jeff ist höchst intelligent.
bei Jeff ist das Detail und der 10-jährige Horizont zur gleichen Zeit vorhanden. Das ist, was für mich Jeff ausmacht. Als er für Jeff Bezos arbeitete, ging es darum, aus einem Online-Buchhändler eine Verkaufsmaschine für alles zu machen, den Everything Store. Das war ja an sich die Vision von Jeff Bezos schon von Anfang an. Amazon, der Allesverkäufer. Es geht darum, von Daten zu lernen. Heutzutage ist das Aufschreiben von Daten, das Mitschreiben von Daten ja praktisch kostenlos. Das heißt, eine Entscheidung zu fällen im Vorhinein, was wir schreiben wollen, ist viel teurer, als einfach alles aufzuschreiben. Einfach mal alles aufschreiben? Auf einem Online-Markt lassen wir uns Dinge gefallen, die wir uns auf einem normalen Wochenmarkt nie gefallen lassen würden. Wenn wir uns das, was Amazon tut, auf einen klassischen, traditionellen Markt vorstellen, dann wäre das, als würden wir durch den Markt gehen und hinter uns würde immer ein kleiner Jeff Bezos, der würde beobachten, was wir ansehen, welche Waren wir ausprobieren, welche Preise wir vergleichen, nach welchen Qualitäten und Vorlieben wir suchen. Und er würde alles mitschreiben. Und er würde aus dieser Information heraus uns zeigen, welche Produkte am besten zu unseren Vorlieben passen. Klingt doch erstmal nicht so schlimm. Soll Jeff Bezos ruhig wissen, was wir auf seinem Marktplatz anschauen? Aber das sieht nicht jeder so entspannt. Mein Name ist Katharina Nokon, ich bin Datenschützerin und Autorin. Für die Recherche zu meinem Buch habe ich einen Versuch zu Amazon gestartet. Ich möchte ein Jahr lang möglichst viel bei Amazon kaufen und möglichst viel auch bei Amazon recherchieren. Ich wollte wissen, was speichert Amazon eigentlich über mich? Und zwar nicht nur dann, wenn ich Produkte kaufe, sondern auch dann, wenn ich mir Dinge nur ansehe, ohne sie zu kaufen. Der Konzern ließ sich lange bitten, bis er die Daten rausrückte, was er nach europäischem Recht muss. Aber nach langem Hin und Her bekam sie eine Daten-CD zugeschickt. Ich habe einen sehr großen Datensatz auf dieser CD gefunden und dort waren dann die letzten 15.000 Klicks des letzten Jahres zu finden. Und wenn man meinen Amazon-Datensatz ausdrucken würde, ergibt das um die 15.000 Seiten Papier. Dabei hat sie gar nicht so viele Sachen bei Amazon gekauft. Anschauen reicht. Pro Klick sind das bis zu 50 Spalten, die ausgefüllt wurden. Da sieht man nicht nur, in welcher Sekunde ich auf was geklickt habe, was für Produkte ich mir angesehen habe, sondern auch, wo ich mich ungefähr befunden habe, was für einen Telekommunikationsanbieter ich genutzt habe und auch von welcher Seite ich gekommen bin. Sie hat weder über Amazon Fernsehen geschaut noch Obst bestellt. Sie hat auch keine Alexa daheim gehabt. Und doch? Amazon weiß sogar, wann ich im Urlaub war. Denn natürlich ist es auch so, dass man ab und zu mal im Urlaub nach etwas sucht. Wenn man sich da noch dazu denkt, dass einige Menschen Amazon Prime als ihren Haupt-Streaming-Dienst nutzen, dann kann ich wirklich ein gigantisches Persönlichkeitsprofil über jemanden erstellen, was erschreckend ins Detail geht. Informationen über unsere Kunden sind ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Wir nutzen Daten, um das Einkaufen und unsere Produkte bei Amazon für den Kunden besser und bequemer zu machen. Amazon ist eine sehr integre Datenmaschine. Es ist naiv zu sagen, meine Daten gehören mir. Das klingt zwar gut, aber die Bedeutung davon ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar. Was soll das heißen? Andreas Weigand war nur 16 Monate lang Chefwissenschaftler bei Amazon, vor anderthalb Jahrzehnten. Heute reist er durch die Welt als Datenexperte und wandelndes Datenleck. Jeder kann jederzeit online erfahren, wann er wo was macht. Hello and greetings from Lisbon. World Financial Center hier in New York. Ausnahmsweise offline ist ein kleiner Flieger. Data for the people. Weigand ist als Redner gefragt und berät rund um die Welt Firmen in Sachen Daten. Immer dabei der Hinweis, dass er mal Chefwissenschaftler bei Amazon war. Auf diesem Ticket lässt sich weit reisen, bis zur deutschen Kanzlerin. Ich bin über
überzeugt, dass wir insgesamt in unserem Regierungshandeln nur mithalten können, wenn wir uns auch immer wieder Rat von außen suchen. Und genau das tun wir, indem wir Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen bitten, uns im Digitalrat zur Seite zu stehen und uns zu beraten. Und er ist dabei. Ich überlege mir die Sachen, die Kanzlerin interessieren, schon in dem Sinn, dass, wenn ich sie von was überzeuge, tatsächlich ich mehr bewirken kann, als ich es an der Uni bewirken kann oder in der Forschung bewirken kann. Kaum ist er ins Gremium der Kanzlerin berufen, hat er die Nachricht auch schon geteilt. Das passt zu seiner These. Meiner Meinung nach ist es die falsche Schlacht, zu fordern, datensparsam zu sein. Und die richtige Schlacht ist es zu fordern, mehr für die Daten, die man produziert, zu bekommen. Und so macht er sich auf den Weg nach Berlin. Was aber können wir als Gegenleistung für unsere Daten erwarten? Was gibt uns Jeff Bezos dafür, dass wir uns von ihm beobachten lassen? Wenn Jeff Bezos jetzt diese ganzen Daten gesammelt hat, über was wir am Markt wie angesehen haben, dann beginnt er, die auszuwerten, um aus den Daten heraus zu lernen, welche Vorlieben hinter unserem Surfverhalten, hinter unserem Informationsverhalten stecken. Was macht jetzt der Jeff Bezos mit diesen Informationen? Der Vergleich, welche Produkte mit welchen anderen Produkten aus dem Sortiment oftmals gemeinsam gekauft werden, und bietet das dann an und sagt dann, Leute, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes Produkt gekauft. Und das ist für viele Konsumentinnen und Konsumenten zuerst einmal etwas Tolles, etwas Gutes. Deshalb ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass angeblich 30% von Amazons Umsatz nur aus den Empfehlungen herauskommt. Dahinter liegt die Idee, dass wir Menschen sehr viel vorhersehbarer sind, als wir eigentlich glauben. Julia ist ja nun schwanger. Wie könnte Jeff Bezos das herausfinden? Die Fähigkeit, das richtige Produkt zu finden, ist nicht nur viele Eigenschaften zu vergleichen, sondern auch Muster zu finden. Das können Maschinen, die aus den Daten mit der Zeit immer besser lernen, viel besser als wir Menschen. Und das erlaubt dann, Vorlieben zu erkennen, von denen wir selber noch gar nicht wussten, dass wir sie haben. Vorlieben, die sich ändern, wenn... Das sind die Cocktailtomate. Das ist doch Science Fiction, oder nicht? Amazon kann ja heute schon ablesen, ob jemand schwanger ist, mitunter noch bevor die Person es selber weiß. Einfach aus kleinen Veränderungen im Kaufverhalten der Menschen. Wirklich? Kann Amazon das? Die Antwort ist knapp. Nein. Nein? Wirklich nicht? Unternehmen wie Amazon haben natürlich ein sehr großes Interesse daran, herauszufinden, wann ein neues Kind in eine Familie geboren wird, weil das ein Punkt ist im Leben, wo sich unglaublich viel verändert. Und wer es da schafft, sein Produkt zu platzieren, der hat einen neuen langfristigen Kunden gewonnen. Wie lässt sich herausfinden, ob eine Kundin schwanger ist? Einem großen US-Supermarkt gelang es vor 10 Jahren, mit einem damals noch kleinen Datensatz Muster im Kaufverhalten zu finden. Sogar die Schwangerschaftswoche fanden sie heraus. Es hat sich eben gezeigt, dass Frauen, die schwanger sind, ihr Konsumverhalten ändern. Man fängt an, eher unparfümierte Kosmetikprodukte zu kaufen, statt denen, die man sonst kauft. Man fängt an, Wattepads zu kaufen. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Produkten, bei den Kundinnen, die später auch die Babyklamotten kaufen, also nachweislich ein Baby haben, die haben vorher diese Sachen gekauft. Ergo, wer solche Sachen kauft, ist höchstwahrscheinlich schwanger. Das Geheimnis liegt im Auswerten großer Datenmengen, Big Data. Selbstlernende Maschinen erkennen die Muster. Und bei dieser Technik gilt Amazon als führend. Gerade wenn wir uns angucken, was für Technologien eigentlich in 10, 20 Jahren wichtig werden, dann ist ein großer Datensatz eigentlich das entscheidende Kapital. Viele Einzelhändler sagen, wir kommen da nicht mehr mit, wenn wir nicht auch anfangen, unsere Kunden zu durchleuchten. Wir wollen ähnlich wie beispielsweise Amazon wissen, wie unsere Leute ticken. Wenn Amazon so mächtig ist, wie kann der normale Einzelhandel da mithalten?
Wie sollen jenseits des Internets Daten über Millionen von Kunden gesammelt werden? Und warum sollten die das freiwillig mit sich machen lassen? Er hat darauf eine Antwort. I'm Krishna Modukuri, I'm the CEO and Co-Founder of Zippin. Zippin soll der Laden der Zukunft sein. Sie erhalten einen digitalen Schlüssel. Sie scannen ihren Schlüssel und rein geht es. Viele Kunden betreten einen Laden nicht, weil ihnen die Schlange zu lang ist. Wenn sie aber wissen, da gibt es keine Schlange, warum dann nicht schnell mal reinspringen? Jeder Händler wird höhere Verkäufe haben dank dieser Technologien. Sobald ich im Laden bin, packe ich mein Handy beiseite und die Kameras sehen, wo ich bin. Und ich kann aus dem Regal nehmen, was immer ich will. Die Kameras registrieren das und die Sensoren im Regal bestätigen es. Das Gleiche, wenn ich etwas zurückstelle. Das läuft alles sehr zuverlässig. Jede Person im Laden wird verfolgt wie ein Punkt auf einer Landkarte. Nicht mehr. Daten sammeln leicht gemacht. Doch noch ist Zippin in der Testphase. Vielleicht nehme ich das. Ich muss nichts scannen, nirgends warten. Einfach rausgehen. Und die Rechnung habe ich in meiner App. In 10, 15 Jahren könnte jeder Laden so funktionieren. In Seattle testet Amazon, was bald vielleicht weltweit startet. Während Zippin noch probiert, funktioniert Amazon Go. Und zwar genauso. Einfach rein per App. Einkaufen, überwacht werden und rausspazieren. 3000 dieser Filialen sollen im nächsten Jahr eröffnen. Bei Amazon Pickup bekommen Kunden den Online-Einkauf in den Wagen geladen. Und der Treasure Truck bringt das Online-Angebot des Tages in einzelne Stadtteile. Willkommen in der Zukunft. Amazon Bookstores verkaufen Bücher, sogar offline. Amazon gehört die weltweit größte Biomarktkette, genauso wie eine eigene Flugzeugflotte. Amazon verkauft heute schon Versicherungen und Medikamente, betreibt Verlage und Modelabels, Bezahlsysteme und Cloud-Services, produziert eigene Filme und Fernsehsendungen. Es wächst hinein in alle Bereiche unseres Lebens und sammelt dabei Daten, überall. Jeff Bezos wurde darüber zum reichsten Mann der Welt. 100 Millionen Dollar soll er verdienen, pro Tag. Als Hobby leistet er sich eine eigene Zeitung, die Washington Post. Mit seiner Firma Blue Origin will er Weltraumtouristen ins All schießen. Im Innern eines Bergmassivs lässt er eine riesige mechanische Uhr bauen. 10.000 Jahre soll sie laufen. Aber wie sieht die Zukunft mit Amazon aus? In Seattle gibt es darauf einen kleinen Vorgeschmack. Und sie will uns davon erzählen. Mein Name ist Shama Sawant. I am on the Seattle City Council. I'm also a member of Socialist Alternative Activists. Jeff Bezos hat Seattle aus einem wichtigen Grund zum Hauptsitz gemacht. Hier muss er kaum Steuern zahlen. Auf der einen Seite boomt Seattle. Und Sie können das hier sehen. Die Amazon Spheres sind ein Symbol für diese rasant wachsende Stadt. Aber das nutzt nur wenigen Menschen. Für alle anderen wird Seattle zum Ort, den sich keiner mehr leisten kann. Die Stahlarbeiter, die diese glänzenden Türme bauen, verdienen zu wenig, um in dieser Stadt zu leben. Amazon lässt die Innenstadt umbauen. Zugleich spart der Konzern an den Löhnen seiner Beschäftigten. In einigen Regionen der USA ist laut einer Studie jeder dritte Amazon-Mitarbeiter auf staatliche Lebensmittelkarten angewiesen. Was wir seit 10 Jahren erleben, ist eine Explosion der Obdachlosenzahlen. Das sind ganz normale Leute, die zur Arbeit gehen. Aber ihre Löhne sind so niedrig und die Mieten explodieren. Das ist eine tödliche Kombination, die damit endet, dass du obdachlos wirst. Der Stadtrat wollte eine Steuer für Großunternehmen einführen. Mit dem Geld sollten bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Aber Amazon beschäftigt 45.000 Mitarbeiter in Seattle. There's no question. Gar keine Frage. Jeff Bezos persönlich und Amazon als Firma haben interveniert.
Sie verhalten sich wie Rüpel auf dem Schulhof. Sie sagen, wenn ihr es wagt, uns auch nur diese kleine Steuer aufzubürden, dann werden wir halt Jobs streichen. Das haben Jeff Bezos und Amazon getan, um diese Steuer zu verhindern. Statt Steuern zu zahlen, verteilt Amazon Bananen. Kostenlos, jeden Tag, an jeden, der möchte. Mehr als 5 Millionen sollen bereits verschenkt worden sein. Auch deutsche Innenstädte spüren den Einfluss von Amazon. Das sagen zumindest Leute, die was vom Handel verstehen. Beschleunigt der Internetriese das Siechtum? Wie sieht Amazon das? Wir stimmen der Grundannahme Ihrer Frage nicht zu. Sehen Sie sich beispielsweise die Meinung des bekannten, angesehenen Brancheninsiders Professor Dr. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein an. Machen wir. Mit ihm waren wir eh schon verabredet. Mein Name ist Gerrit Heinemann, ich leite das eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein und bin Handelsexperte. Aber der Professor sagt nicht das, was der Konzern gern hören würde. Im Gegenteil. Es gibt heute schon viele Klein- und Mittelstädte, wo wir vielleicht noch Versorgungsfunktionen haben für den täglichen Bedarf, aber eigentlich nicht mehr richtig einkaufen können. Vielleicht wird Amazon irgendwann der einzige Händler und Anbieter sein, bei dem man kaufen kann, weil es sonst keinen mehr gibt. Wir haben es mit einer Feuerwalze zu tun, die man ganz deutlich am Horizont sieht. Und da muss man mobilisieren. Das reicht nicht, einfach nur die Fenster zuzumachen. Leerstandsquoten sind die Folge. Wir haben in Klein- und Mittelstädten zum Teil bis zu 40% Leerstandsquote und mehr. Und das nimmt weiter zu. Das ist die Folge. Dabei gibt er gar nicht mal Amazon die Schuld an dem Desaster. Die anderen hätten den Wandel im Handel schlicht verpennt, sagt er. Handel funktioniert vielfach, auch im lokalen Handel, wie im Mittelalter oder wie in der Steinzeit. Und Amazon hat Handel neu erfunden und ist ein technisches Unternehmen. Und diese Technik verstehen die meisten Händler nicht, weil das eine völlig andere Welt ist. Amazon gibt die Richtung vor und alle anderen versuchen mitzuhalten oder aufzuholen. Die Innenstadt stirbt. Und wer mit Amazon konkurrieren will, der muss mit Amazons Mitteln kämpfen? Das versuchen sie hier. Mit Lebensmitteln wie diesem Kürbis. Im Internet bestellt, tags drauf wird geliefert. Bei uns kann der Kunde in 2-3 Minuten seinen kompletten Wocheneinkauf erledigen. Und das schaffen wir, indem wir eben sehr schlau die richtigen Produkte anbieten. Das heißt, wenn man bestimmte Milch kauft, dann wird er vielleicht auch den bestimmten Kürbis kaufen. Und das versuchen wir an der Stelle eben Daten einzusetzen, um das Shopping-Erlebnis für den Kunden möglichst effizient zu gestalten. Schnelle Wege, wenig Personal, kaum Lagerkosten. Eine Kopie von Amazon im Kleinen? Wir sind jetzt dabei, schon unser erstes vollautomatisiertes Lager zu entwickeln. Wir sind viel, viel effizienter in der Auslieferung und wir können dem Kunden letztlich die Lieferung dann eben dadurch auch gratis anbieten. Und ein Amazon hat da einen ganz anderen Ansatz. Jetzt haben wir durch die Landflucht quasi ein Versorgungsproblem in ländlichen Regionen, was Amazon sich nicht greifen wird, weil das logistisch zu teuer ist mit deren Konzept. Und das ist jetzt genau Picknick, der in diese Nische und Lücke reingeht. Das ist super. Überleben gegen den Giganten nur in der Nische? 7000 Kunden hat Picknick bislang. Was, wenn es deutlich mehr werden? In der Vergangenheit hat Amazon aufstrebende Mitbewerber einfach aufgekauft. Kaum sonst haben sich in der Menschheitsgeschichte Märkte so rasch konzentriert. Und das bedeutet, dass wir in wenigen Jahren vor der Situation stehen könnten, dass es keine sinnvoll andere Alternative für Menschen gibt, online einzukaufen als bei Amazon. Jeff macht die Regeln, seine Regeln. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus. Jeff hat eine riesige Macht, die es ihm erlaubt, auch Preise zu drücken, die Konditionen und die Bedingungen vorzugeben für die Händler und für die Produzenten. Mehr und mehr
stellt Amazon auch Produkte her und verkauft es unter dem Namen Amazon. Die Marktstände selbst werden dann auch von Amazon übernommen. Das hat keine Vielfalt mehr, sondern das ist das, was wir als einen Albtraum eines Marktes bezeichnen. Hinter jedem Stand Jeff Bezos? Das ist Planwirtschaft. Da gibt's einen in der Mitte, der alles weiß und alles kann. Das ist auch schon anderen aufgefallen. Hier zum Beispiel. Immer mehr Geld wird im Onlinehandel ausgegeben und immer größer der Anteil von Amazon. Sie macht das skeptisch. My name is Margrethe de Vestager and I'm the Commissioner for Competition in the European Commission. It's not the fact that they grow. Es geht nicht darum, dass sie groß werden. In Europa darf man gern Erfolg haben. Die Frage ist natürlich, mit welchen Mitteln? Ist das Wettbewerb nach den Regeln oder werden sie unterlaufen? Wir haben den gesamten Onlinehandel in Europa untersucht. All die Dinge, die wir online kaufen. Wir haben da verschiedene Ungereimtheiten gefunden. Auch bei Amazon. Das hat sich wiederholt. Und nun haben wir genug Gründe, um mal genauer hinzuschauen. Was ist da los? Was passiert, wenn Frau Vestager genauer hinsieht, durfte Google vor kurzem erfahren. 4,3 Milliarden Euro Strafe bekam der US-Konzern aufgebrummt. Sie sorgte auch dafür, dass Amazon eine Viertelmilliarde Steuern nachzahlen musste. Jetzt lässt sie untersuchen, ob Amazon seine Datenmacht gegen kleine Online-Händler ausnutzt und zeigt schon mal die Folterwerkzeuge. Wenn wir einen konkreten Verdacht haben, dass irgendwas nicht stimmt, dann haben wir die Möglichkeit, an Türen zu klopfen. 6.30 Uhr in der Früh, Teams kommen rein, wir ziehen eine Kopie aller Daten auf Servern, Laptops, Telefonen, um digitale Spuren zu sichern. Denn wir brauchen Beweise. Das ist schließlich eine Ermittlung. Noch ist es nicht so weit. Erstmal hat sie Fragebögen rumgeschickt an Händler, die über Amazon ihre Waren verkaufen. Zugleich schaut sie sich aber auch an, welche Dienste und Waren Amazon mehr und mehr selbst anbietet. Ja, das ist ein Problem. Denn wenn Sie in so vielen unterschiedlichen Märkten unterwegs sind, dann ist eine wichtige Frage, wie stellen wir sicher, dass die Kundendaten nicht von einem Geschäftsbereich in den nächsten wandern, sodass wir am Ende nur noch Angebote von Amazon bekommen und das nächste Angebot von Amazon und das nächste. Und das in allen Marktbereichen. Deswegen schauen wir da genau hin. Heute tagt der Digitalrat zum ersten Mal. Herr Weigand macht sich bereit für die Kanzlerin. Ja, dann schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Nur 10 Experten sind es, die Angela Merkel um sich scharen will, damit Deutschland den digitalen Anschluss nicht verpasst. Zum Expertenclub der Kanzlerin gehört noch ein bekanntes Gesicht. Eine Stunde vor der Begegnung mit Frau Merkel. Viktor, was sollen wir denn erzählen? Andreas, wie geht's dir denn heute? Mir geht's glänzend. Tatsächlich wird Andreas Weigand heute alles schaffen, was er sich vorgenommen hat im Digitalrat, der natürlich streng vertraulich tagt. Er wird ein Selfie mit der Kanzlerin und seinem Buch posten und ein Video mit Ex-Kanzler Konrad Adenauer drehen. Hallo, ich bin Andreas Weigand und das ist das Ende des ersten Treffens des Deutschen Digitalrats. Wir haben uns am Morgen mit Angela Merkel und dem Kabinett getroffen. Wir hatten einige interessante Ideen über den Wert von Daten und so manch anderes. Und jetzt besprechen wir, was sollen wir beim nächsten Treffen tun. Er sagt, damit wir mit Datenkonzernen wie Amazon besser leben können, sollten wir erstmal dazulernen. Wie können wir, wie wir früher Erdkunde, Pflanzenkunde, Tierkunde haben, heute Datenkunde haben, eine Digitalkunde, sodass wir mit den Grundfähigkeiten ausgestattet werden, in dieser Welt, die digital ist, Entscheidungen zu fällen? Er hat da eine ganz andere Idee.
Wir müssen an der Wurzel des Übels anpacken. Die liegt in der Information, in den unglaublichen Daten, die Amazon gesammelt hat und nur selber verwendet. Der Riese hat so viel Vorsprung, weil er allein die Wünsche der Kunden immer besser lesen kann. Die einzige Möglichkeit ist, Amazon zu zwingen, die Datenschätze anderen zugänglich zu machen. Das würde bedeuten, dass Amazon jeden Tag Mitbewerbern, kleinen Start-up-Unternehmen, einen Teil seiner Daten zur Verfügung stellen muss. Denn sonst könnte es bald so aussehen: eine Welt ohne Markt. Amazon würde konkurrenzlos einfach liefern. Und warum noch bestellen, wenn die Amazon-Algorithmen eh am besten wissen, was wir alle wollen? Das unglaubliche Glück, das wir bisher mit Amazon gehabt haben, ist, dass Jeff Bezos uns nur versucht, Produkte zu verkaufen. Es könnten ja die Werkzeuge, die Amazon für den Markt entwickelt hat, vielleicht auch für ganz andere Zwecke verwendet werden. Der Staat für die Ausübung von Polizeigewalt, und das ist ein Problem. Die Polizei von Washington County im Westen der USA ist seit neuestem Amazon-Kunde. My name is Jeff Talbot. I'm a deputy at the Washington County Sheriff's Office in Oregon. Amazon hat eine neue Software entwickelt zur Gesichtserkennung. Und die soll hier im beschaulichen Hillsborough helfen, Verbrecher zu fangen. Mehr denn je haben Leute Kameras installiert. Für ihre Haussicherheit. Läden haben immer mehr Kameras. Und sie haben eine bessere Qualität. Und deshalb werden immer mehr Verbrechen von diesen Kameras festgehalten. Und wir sammeln diese Fotos oder Videos von Leuten, die ein Verbrechen begehen und wissen nicht, wer sind die eigentlich. Diese Frau hat ein Video aufgenommen von einem gesuchten Ladendieb. Kann ich ein Foto davon machen? Ja, sure. Wir können ein Foto machen, können es in unsere Computer einlesen, es ins System stellen und mit den 300.000 Fahndungsfotos in unseren Dateien abgleichen. Das musste früher per Hand gemacht werden, hat unglaublich viel Zeit gekostet, bis er den Kontakt zu Amazon gesucht hat. Man nimmt im Grunde den ganzen Haufen Bilder, die man hat, und lässt über jedes einzelne einen mathematischen Algorithmus laufen. Damit lassen sich die Bilder schnell durchsuchen. Das passiert alles am anderen Ende bei Amazon. Die kümmern sich darum. Alles, was ich tun musste, war, das Programm drüber laufen zu lassen. Und diese Dateien gingen an Amazon. Das eigentliche Bild nicht. Das System arbeitet schon so gut, dass es selbst Phantomzeichnungen sicher zuordnen kann. Wie praktisch für die Polizei wäre es doch, wenn es nicht nur die eigene Verbrecherdatei durchsuchen könnte, sondern auch soziale Medien oder andere Datenbanken. Wir müssen uns ans Gesetz halten. Und das Gesetz sagt, dass wir das nicht dürfen. Gesetze können natürlich geändert werden. Aber wenn sich das Gesetz ändert, dann ist das die Stimme des Volkes, die das möchte. Wir wissen, dass wir ein mächtiges Instrument in der Hand haben. Eines, das missbraucht werden kann. Aber wir wollen diese Technologie verantwortungsvoll nutzen, sodass es auch die Allgemeinheit gutheißt. Wir wollen dieses Vertrauen nicht missbrauchen. Ich als Bürger habe doch dieselben Ängste, die Sie haben. Aber dank Amazon spart die Polizei jetzt eine Menge Zeit. Uns hat es ein paar hundert Dollar gekostet, die Datenbasis zu erstellen. Und seither zahlen wir $12 im Monat für das System. Wenn wir für $12 auch nur ein Verbrechen mehr im Monat lösen, dann hat es sich für uns gelohnt. Und wenn sich so auch soziale Netzwerke durchsuchen ließen? Da war diese Frau. Wir hatten nur ihren Vornamen und ihr Facebook-Profil. Aber das lief unter falschem Namen. Sie hat dort ein Video geteilt. Wir haben es durch die Gesichtserkennung laufen lassen und wir hatten sie in unserer Verbrecherdatei. So fanden wir ihre wahre Identität und haben sie festgenommen.
Wir sind sehr beeindruckt von dieser Technologie. Auch in unscharfen Fotos erkennt das System die Gesichtsmerkmale und gleicht sie zuverlässig mit den Bildern ab, die wir bereits in unserer Kartei haben. Geht da nicht mehr? Die Versuchung scheint groß. Er glaubt zu groß. I'm Jake Snow. I'm a technology and civil liberties attorney at the ACLU of Northern California. ACLU, die größte Bürgerrechtsorganisation der USA. Überwachungstechnologie wird dort eingeführt, wo es einen plausiblen Grund, einen Nutzen hat und wo es bequem für die Menschen ist. Und dann wird es ausgeweitet. Mehr und mehr verändert Überwachung das Leben der Menschen. Wir müssen die Technologie stoppen. Und zwar am Beginn ihrer Entwicklung. Und erst einmal nachdenken, ob sie für die Sicherheit wirklich etwas bringt. Über Amazons Gesichtserkennung lässt sich der gesamte öffentliche Raum kontrollieren. In anderen Gegenden der USA wird das bereits gemacht. Nur dort ist die Polizei nicht so offen wie in Washington County und will nicht mit uns sprechen. Bedenken Sie. Amazon ist einer der größten Anbieter von Speicherplatz im Internet. Der wird auch von staatlichen Stellen genutzt. Und jetzt kommt für den Staat auch noch Überwachungstechnologie dazu. Was mir Sorge macht, ist, dass die Daten, die der Konzern sammelt, kombiniert werden könnten mit den Informationen, die Staaten sammeln. Und die Macht, die Gesellschaft zu kontrollieren, könnte wirklich grundlegend und schlimm werden. Wie sieht Amazon das? Als Technologielösung verfügt Amazon Recognition bereits über viele nützliche Anwendungen in der realen Welt. Wir beobachten weiterhin gespannt, wie die Bild- und Videoanalyse zum allgemeinen Nutzen, auch im öffentlichen Sektor und bei der Strafverfolgung, beitragen kann. Wer von denen da unten wird polizeilich gesucht? Amazon könnte das in Echtzeit herausfiltern. Oder auch speichern, wer hier heute demonstriert hat. Ich möchte mich in einer Gesellschaft bewegen, also frei auf der Straße bewegen können, frei an Demonstrationen teilnehmen können, ohne dass irgendwo registriert wird. Katharina Nokun war heute hier. Es ist vollkommen unmöglich, sich durch eine Innenstadt zu bewegen, ohne nicht mindestens von 10 Kameras abgefilmt worden zu sein. Wenn man Gesichtserkennungssysteme, ob jetzt von Amazon oder von einer anderen Firma, mit den ganzen Überwachungskameras hier im öffentlichen Raum verknüpfen würde, wird das zu einer umfassenden Überwachung des öffentlichen Raumes führen. Und man kann in Zukunft ja gar nicht sagen, was für andere Systeme noch da dran geschaltet werden. Wer eben auf einer Demo war, sich im Netz einen Baseballschläger bestellt und sich zugleich auf bestimmten Internetseiten herumtreibt, der... Ja, was eigentlich? Für den Bereich Datenschutz bedeutet die Amazonisierung der Welt, dass ich keinen Rückzugsraum mehr habe, in dem nicht irgendein Unternehmen Bescheid weiß, wie ich ticke. Und dass irgendwann diese Daten auch benutzt werden können, um mich zu manipulieren. Denn wer meine Sorgen kennt, wer meine Ängste kennt, der kann auch sehr einfach herausfinden, so an welcher Stellschraube man drehen muss, damit ich etwas kaufe. Vielleicht auch, damit ich jemanden wähle. An der Ostküste der USA lebt eine Frau, die sagt, wir leben im Zeitalter des Überwachungskapitalismus. My name is Shoshana Zuboff and I'm the author of The Age of Surveillance Capitalism. In ihrem Buch über diesen Überwachungskapitalismus kommt auch Alexa vor. Im vergangenen Jahr hat Amazon ein Patent auf eine Software angemeldet, das Alexa helfen soll, nicht nur zu erkennen, was wir sagen, sondern auch, was wir dabei fühlen. Hier habe ich eine kleine Alexa. Wenn Sie mich fragen, ob ich so eine Alexa in mein Haus lassen würde, meine Antwort, mein Haus ist mir heilig. In gleichem Maße, wie Sie mit diesem sprachgesteuerten Gerät Daten über mein Verhalten sammeln, wachsen Ihre Ansprüche ins Grenzenlose. Dieses Ding will den gesamten Raum ausfüllen, dein ganzes Zuhause. Es will allgegenwärtig sein. Denn was wir ihm mit unserer Stimme liefern, ist für den Konzern unbezahlbar.
Die allgegenwärtige Alexa sei nur ein Vorbote einer ganz neuen Form des Kapitalismus, bei dem wir nur glauben, die Kunden zu sein. In Wirklichkeit aber sind wir vor allem Rohstofflieferanten und zahlen damit gleich doppelt. Überwachungskapitalismus ist ein Schurkenkapitalismus. Eine Mutation des Kapitalismus, die davon lebt, unser Privatleben auszusaugen, um daraus Gewinn für sich zu ziehen, Wissen für sich, Macht für sich. Die ökonomische Logik des Überwachungskapitalismus führt zu einem immer größeren, beispiellosen Ungleichgewicht des Wissens und damit der Macht über uns. Der Überwachungskapitalismus ist eine tiefgreifende Bedrohung für die Demokratie. Ich nenne das einen Putsch von oben, ein Staatsstreich von oben mit den Mitteln des Marktes. Kommt der Tag, an dem Jeff Bezos uns besser kennt als wir uns selbst und allemal besser als alle gewählten Politiker zusammen? Und was kommt dann? Vielleicht ist es so, dass wir ohne Demokratie besser daständen. Nämlich, dass wir einfach zu Amazon und zu Facebook und zu Google gehen und sagen: Lieber Herr Bezos, Herr Zuckerberg, ihr wisst doch genau, was ich will. Ich zeige es euch doch jeden Tag. Könnt ihr nicht bitte einfach die Regierung für mich einsetzen? Ich sehe da potenziell sehr große Probleme auf uns zukommen, die so weit gehen, dass wir sogar unseren freien Willen in Frage stellen könnten. Sodass wir gar nicht anders können, als zu Amazon zu gehen, weil nur dort wir glauben, glücklich zu werden. Wenn nur ein Konzern weiß, welche Lebensmittel wir nächste Woche brauchen, wenn er all die Produkte, die wir mögen, in seinem Namen herstellt, wenn nur er weiß, welche Musik uns gefällt, und wenn die Helden auf den Sockeln Pakete statt Freiheit bringen, sind wir dann angekommen in der schönen neuen Amazon-Zukunft? Wir werden einen Preis für diese Zukunft zahlen. Der Preis ist der Verlust unserer Freiheit, unserer sozialen Bindungen, unserer Demokratie. Ich will nicht in einer Welt leben, in der es nur einen großen Konzern gibt. Und dieser Konzern weckt mich, liefert die Zahnpasta, füllt den Kühlschrank mit Milch auf. Denn ich glaube, die Risiken sind zu hoch. Und mir ist Privatsphäre wichtig, wichtiger als Bequemlichkeit. Guten Morgen, Julia. Heute steht ein wichtiger Termin für dich an. Um 9.30 Uhr Vormittag, Untersuchung 16. Schwangerschaftswoche bei deiner Frauenärztin in der Amazon Healthcare Klinik. Ich habe übrigens für dich die Milch im Kühlschrank wieder aufgefüllt. Natürlich wollte Julia dann noch wissen, ob es ein Junge oder Mädchen wird. Mensch, Julia. Blau, merkst du selber, ne? Nein, das geht noch nicht. Aber vielleicht eines Tages. In einer nicht allzu fernen Zukunft.